Zuerst mal ohne gross umzuschweifen zu unserem heutigen Gast. Sie hat letztes Jahr als Newcomerin einfach mal so den Swiss Comedy Award abgeräumt. Und heute ist sie bei uns. Stellt also eure Lachmuskeln auf die Gym-Mode, weil da ist Rina Krishnaraya! Ja, hallo miteinander. Jetzt wäre komisch, zum ohne Mikrofon. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich komische Bewegungen mit meiner Hand oder so. Aber das ist okay. Ich finde es mega schön, wie ich gerade angekündigt worden bin. Das ist nicht selbstverständlich, muss ich sagen. Weil ich habe ein Problem. Leute haben Angst vor meinem Nachnamen. Ja, das ist wirklich so. Ich meine, es gibt so ein bisschen drei Situationen, wo da vor allem so ein bisschen zur Geltung kommt. Rangverlässige Anwesenheitskontrolle. Haben wir einfach nie gemolden. Oder in der Gastronomie. Ich meine, ich will nichts Böses, aber ich rufe dann einmal an und meistens ist dann so, ja, grüezi, gerne Tisch für vier, auf den Namen Rina. Ich weiss, er kommt, ich sage einfach Rina. Dann so, ja, gerne Nachnamen bitte. Ich so, okay. Krishnaraya. Sorry, das Netz war ein schlecht. Können Sie es mal sagen? Ich so, ja, okay, gut. Ich gehe richtig so die scheisse Position, wie richtig parat. Krishnaraya! Gut, dann Tisch für vier auf den Namen René Fischreier. Okay, gut. Sag doch gleich, du hasst mich. Aber nein, das ist voll okay. Ich bin ja jetzt mittlerweile eben voll berühmt. Kurze Frage: Wer kennt mich? Eben, seht ihr die Definition von voll berühmt in der Schweiz? Ja, problematisch. Es ist ja so, SRF Best Comedy, SRF Best Talent Comedy, genau, den Preis habe ich gewonnen. Und da gibt es bei SRF 4 drei Sparten, die es da gibt. Es gibt SRF Best Talent Sports. Die bekommen dort 10'000 Franken Preisgeld über. 10'000 Franken. Bei Musik ist es nochmal krasser. SRF Best Talent Music bekommt 12'000 Franken Preisgeld über. Ich habe einen Stein bekommen. Und ein bisschen Ruhm und Ehre, wobei ich eben Ruhm ein bisschen halb definiert ist, also so 2 von 30 Personen, so ja, voll. Nein, es ist voll okay, es ist voll okay. Wenigstens hat meine Gemeinde mega herzig reagiert. Also ich weiss noch, sie haben ein Plakat gemalt für mich. Ich komme von Grub, Appenzell Ausserrhoden. Ich weiss, ihr kennt alle. Auf jeden Fall haben sie für mich ein Plakat in der Gemeinde aufgestellt und richtig herzig beschriftet. Herzliche Gratulation! Wir lieben dich! Rina K. Sie können ins Einwohnerregister schauen, aber schon gut! Vielleicht haben sie einfach keinen Platz mehr gehabt. Ist auch ein langer Name. Ist voll okay. Es war mega cool, wo sie dann gesagt haben, hey, es ist natürlich eine stolze Gemeinde. Hat ein Blättchen. Wir haben auch Gruber Blickpunkt, der ist heiß geliebt von allen Ü80 Leuten. Auf jeden Fall ist es echt, haben sie mir angeschrieben, hey, wir freuen uns mega, wir müssen einen Beitrag über dich machen. Und ich habe dann mega herzlich zurückgeschrieben, hey, mega cool, da haben die Bilder. Und dann haben sie zurückgeschrieben, hey, wo ist der Rest? Ja, ich habe dann den Artikel selber über mich geschrieben. Ja, wir hatten eben so einen Gemeindeschreiber, der ist dann pensioniert worden. Er ist dann wieder zurückgekommen, aber dann ist er verstorben. Ja, wir suchen noch jemanden, hey. Falls jemand ein bisschen Lust hat. Ich muss nicht mehr schreiben können, ich muss einfach nur dort hocken. Ja, es ist so eine Sache. Und ich meine, eben, das war dann alles gewesen. Und ich habe den Film aber wirklich, wirklich genossen. Vor allem, ich studiere jetzt in Bern. Und dort erkennen mich wirklich tatsächlich 2, 3 Leute. Also, sie haben mich wirklich, also, es war wirklich krass gewesen. Es ist nur so ein bisschen die Problematik. Ich stelle es euch mal nach. Wir sind in so einem Riesensaal. 2 Stunden, du stehst nicht mehr auf. Und dann hörst du einmal nach, lebt irgendjemand Fremden. Und dann so, irgendwie kommst du mal bekannt vor. Und ich so, ja, voll, weiss, was du meinst. Und ich jetzt auch so, du machst kommen. Und ich so, ja, voll, ich habe so einen Preis gewonnen. Und ich so, hey, gratuliere. Und ich so, hey, danke. Bist du von Bern? Ja, voll, du nicht, gell? So, ja, voll. Ja, das sind dann 2 Stunden. Und das ist eher eine Bestrafung, dass man mich erkannt hat als Ding. Ich meine, manchmal, einfach zum Fame zu spüren, stehe ich ab und zu am Wochenende an der Bushaltestelle und warte einfach.
Nein, ich glaube, das ist gar nicht. Auf jeden Fall. Schon einmal dort, hat mich dann tatsächlich einmal hat mich dann jemand angesprochen. Und er so, ja, du kommst mir so bekannt vor. Und ich so, ja, ich weiss. Und er so, ja, ah. Und ich so, ja, komm. Und ich so, ah ja, das ist doch so ein Preis gewonnen. Und ich so, ja, voll. Hey, meine Oma hat dich im Fernsehen gesehen. Ja, das Publikum von SRF ist doch ein bisschen, ja, am Aussterben. Aber ist okay, ist okay. Ich habe echt coole Auftritte. Also, ich muss sagen, anfragenmässig bin ich top dabei. Es gibt aber jedoch auch ein bisschen komische Anfragen. Ende Jahr hat mich eine sehr bekannte Schweizer Show angefragt. Sie ist sogar heute im SRF gelaufen. Meine Küche, deine Küche. Ja, ich meine, ich bin kochentechnisch auf dem Niveau gewesen, dass mir in der Sekt mal das Tiptop weggenommen worden ist. Sind wir auch nur mit statt Aroma mit Hebamari kochen lassen. Es war wirklich ganz schlimm gewesen. Die bessere Anfrage ist dann zwei Wochen drauf gekommen. Dunstiges Jass. Ich kann nicht jassen. Ich kann Arschlöchle, aber das ist nicht das Gleiche, habe ich gehört. Ja. Aber das Highlight war eigentlich, als ich an das Arosa Humor Festival angefragt wurde. Das war richtig krass. Es ist ja dort ein riesiges Zelt aufgebaut worden in den Bergen. Wir waren in der Bar nebendran am Spielen. Aber das Zelt hat voll schön ausgesehen. Nein, die Leute waren besoffen, die Bar war auch voll okay. Und dann haben wir gespielt und wir haben einfach neben unserem Auftritt noch 4 Tages-Ski-Pass bekommen. Pro Comedian. Zu diesem Zeitpunkt bin ich aber noch nie Ski gefahren. Und das ist, aber ich habe gedacht, ich war dann wirklich kritisch gewesen. Ich habe auch dann erfahren, dass so ein Skiticket den Wert hat von einer sri-lankischen Monatsmiete. Habe ich denn sie dankend angenommen? Und ich bin richtig parat dort angegangen. Ich habe wirklich eingepackt: Skibrille, Skihelm, Skistöck. Ich habe ein Rega-Kärtli geholt. Ich bin so parat dort an und es war der schlimmste Tag von meinem Leben. Es ist wirklich, schon mal mit dem Lift dort rauffahren, ist mega geschrieben. Ein Tellerlift. Irgendwie wird da so zwischen die Beine geklemmt, du darfst aber nicht mal abhocken, du musst stehen. Und die Fahrt darauf ist auch nicht unbedingt schön. Ich meine, du konzentrierst dich selber, dass du irgendwie heben kannst. Links und rechts liegen so Leute. Und du bist so. Du lässt so die Skibrille an, dass du so nicht siehst, fährst weiter. Dann greift so ein Dreijähriger nach dir und du mit dem Skistock: Gang weg, Alter! Ich kann mich selber nicht heben. Was machst du? Irgendwann bist du auf dem Dom auf dem Berg angekommen und du denkst, ah ja, jetzt geht es ja nur noch runter. Nein, es geht nicht einfach nur noch runter. Ich meine, ich war in einer Pizzastelle. Krämpfe, Wadenkrämpfe. Ich meine, alle Mütter, die hier hocken, ich weiss jetzt, wie sich eine Geburt anfühlt. Ich weiss es. Und es ist wirklich, du fährst und in jeder Kurve probierst einfach nicht zu sterben. Und an dir fährt wieder so der Dreijährige vorbei. Dreimal. Und ich so, nein, wieso? Ja, irgendwann kommst du dann aber am Mittag in die Skihütte an. Das ist dann wirklich die Erlösung. Ich bin richtig bereit mit meinen Ski, habe ich dort reingehen. Meine Kollegen sind so, hey, was machst du? Ich so, ja, ich nehme die Ski rein. Und sie so, das macht man nicht. Und ich so, hey, wo denn sonst? Sie so, ja, wir lassen es einfach draußen. Und ich bin so, Alter, dein Ernst? Da draußen zwingt die, tun einmal Leute ihre 20 Franken Occasionsvelo mit einem 300 Franken Schloss an irgendeinem Vorladen machen. Und ihr lasst eure 5'000 Franken Ski einfach da auf. Ich meine, wenn meine Cousins einen Stellarlift fahren könnten, die Ski wären nicht mehr dort. Ja, ich meine, es ist schon toll, dass ich das Comedy Award gewonnen habe, aber meine Küche, deine Küche, dunstiges Jass, Skifahren. Ich habe das Gefühl, ich bin low-key so ein Integrationsprogramm reingerutscht. So, es ist voll okay, aber ich meine, wenn mich nächste Woche eine Bauerledigung gesucht anfragt, dann... Ich will einfach mitmachen. Ich meine, meine Eltern würden nicht mal empört. Sie würden so am Hans, Uli, Fritz so die Hände schütteln. 3 Siege mehr und wir haben einen Deal. Danke vielmals. Boah, was für eine Show. Ich kann nicht mehr. Und ich meine, ihr könnt wahrscheinlich auch nicht mehr. Aber schaut trotzdem die 2 Videos hier an. Da sind sie. Oder abonniert es gerade, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Und apropos nichts verpassen, drückt einfach die Glocke. Dann wäre ich am einfachsten.